Hi Mädels, wie geht's? Ich weiß, es ist viel los und jeder spricht darüber, dass ihr bald eure Periode bekommen werdet. Oder ihr hattet sie vielleicht auch schon. Und wenn es euch auch nur im geringsten so geht wie mir, dann schwirren euch tausende von Fragen im Kopf rum. Wie lange kann ich eine Binde tragen? Bedeutet eine dickere Binde mehr Schutz? Weiß jeder in der Schule automatisch, wenn ich meine Periode habe? Kann ich trotzdem Sport machen? Weißt du, was eine Slipeinlage ist? Kann ich trotzdem schwimmen gehen? Warum gibt es eigentlich so viele unterschiedliche Arten von Binden? Viele Leute erzählen euch viele unterschiedliche Dinge. Eure Freunde glauben vielleicht, dass sie die Antwort kennen, aber es sind viele Gerüchte im Umlauf, die einfach nicht wahr sind. Bevor ich die Fakten kannte, wusste ich nicht immer, was ich glauben sollte. Aber jetzt, wo ich es weiß, dachte ich mir, dass ich ein Video für euch Mädels aufnehme, um euch genau zu zeigen, was richtig oder falsch ist. Okay, seid ihr bereit? Erstens. Man kann jeden Tag eine Slipeinlage tragen. Na, was glaubt ihr? Gebt ihr auf? Das ist richtig. Ihr könnt auf jeden Fall jeden Tag Slipeinlagen tragen, wenn ihr wollt, dass natürlicher Ausfluss aufgesogen wird. Einige Mädchen fühlen sich so frischer. Sie sind auch sehr hilfreich an den leichteren Tagen der Periode. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist eine Aufgabe für die Binde. Okay. Bereit für die nächste Frage? Los geht's. Wenn man seine Periode hat, kann man keine regulären Sachen machen, wie Sport treiben oder Freunde treffen. Man muss einfach zu Hause bleiben und warten, bis sie vorbei ist. Glaubt ihr das? Dass das die Wahrheit ist? Nee, falsch. Ihr könnt alles tun. Ihr könnt alles tun, wozu ihr Lust habt. Wann immer ihr dazu Lust habt. Es ist absolut nicht so, dass ihr ganz normale Dinge nicht tun könnt, nur weil ihr eure Tage habt. Ihr müsst einfach nur daran denken, dass ihr immer vorbereitet seid. Das bedeutet, dass ihr über eure Periode auf dem Laufenden sein müsst, damit ihr immer wisst, wann sie kommt und dass ihr eine Binde mitnehmt. Es ist ganz einfach, sie zu verstecken. Hier, in das Täschchen, wenn ihr einen Kalender habt, in den Kalender rein, Klappe zu, Binde weg. Nehmt einen Stiefel, Binde rein und... Okay. Wir sind schon bei Frage Nummer 3. Los geht's. Dünne Binden schützen nicht so gut wie dicke Binden. Wollt ihr raten? Falsch. Das stimmt vielleicht mal in der Steinzeit. Aber seitdem haben sich die Binden wirklich stark verändert. Mittlerweile heißt dick nicht unbedingt auch besser. Diese Binden bestehen aus einem speziellen Material, sodass sogar dünnere Binden für die stärkeren Tage ausreichen. Es gibt unterschiedliche Binden für die verschiedenen Vorlieben der Mädchen. Manche Mädchen mögen es, die Binden eng an ihrem Körper zu spüren, sodass sie sozusagen von ihnen umschlossen werden. Und diese Mädchen, die entscheiden sich dann für die Maxi-Binde. Ich mag die dünneren, die richtig weich und flexibel sind, wie die Always Normal Plus Binde. Das liegt aber auch ganz bei euch. Okay, zur letzten Frage. Kann man während der Periode schwimmen gehen? Richtig oder falsch? Wisst ihr was? Diese Frage ist nicht ganz so einfach. Und ich glaube, ich brauche ein bisschen Hilfe. Eine Sekunde. Mal sehen. Beinggirl.de. Ich schaue hier mal nach. Such nach Schwimmen während Periode. Aha! Richtig! Ich hatte schon mal mit meiner Mutter darüber gesprochen. Aber ich wollte ganz sicher sein, bevor ich euch etwas dazu sage. Es ist so, wie ich es mir gedacht habe. Man kann während der Periode schwimmen gehen, aber nicht mit einer Binde. Ihr müsst dann einen Tampon verwenden. Es kann allerdings einige Zeit dauern, sich daran zu gewöhnen. Ihr solltet also auf jeden Fall mit einem Erwachsenen darüber sprechen und zuvor etwas üben. Ich habe selbst erst ein paar Mal einen verwendet. Ich finde die mit Kunststoff am besten. Fragt vielleicht auch mal eure Mütter um Hilfe. Okay? Also, für mich ist es Zeit zum Abendessen. Leute, ich muss los. Ich hoffe, das war hilfreich. Ich habe noch ein paar weitere Videos gemacht, in denen es darum geht, was zu tun ist, wenn ihr eure Periode bekommt. Und vielleicht beantwortet sie auch noch einige andere Fragen. Schaut sie euch doch an. Viel Glück. Hab euch lieb.